Ja, hallo Schon wieder zu. mit Ja angefangen. Ja, genau. Ich fange immer mit Ja an und das wird er auch nicht ändern können. Willkommen zu Das den ändere ich noch. Batman. Das gewöhne ich dir noch ab. Ja, nein. wir spielen nicht Sunset Overdrive, sondern. Muss jetzt echt überlegen. Ja. Das ist ja echt wie bei Sunset Overdrive am Anfang auch. Call of Duty Advanced Warfare spielen Also im wir. Grunde ist es, du willst damit sagen, es ist eigentlich egal, was man bei uns guckt, die Inhalte sind immer dieselben, nur das Spiel ändert sich. Exakt. Ist auch immer das mit dem Start, im Das machen Pause-Screen wir auch starten, sehr das ist häufig, ja. auch immer dasselbe. Und dass unsere Intros immer länger als eine halbe Minute dauern. Ja. Atlas 01, ein Warbird kommt Stirb! und Unterstützung. Ankunft in einer Minute. Kurzer Ja. Überblick über die letzten vier Unprofit. Folgen, wir Alle schießen Russen Leuten ins verschanzt. Gesicht. Oder werfen die intelligente Granaten ins Gesicht. Geht auch mal ganz gut. Stimmt, seit neuestem haben wir auch Intelligenz mit an Bord. Leider nur in Form der Granate. War das überhaupt ein Gegner, den die Granate ins Gesicht wirft? Aber er feuert Ja. aber wohl. Keine Granaten Ich muss mehr. zugeben, es ist auch teilweise relativ frustrierend, dir zuzugucken, weil du so völlig ohne Plan dich einfach mal reinstellst. Das glaube ich, das erfordert schon sehr viel Geduld, dir zuzuschauen. Das ist schon mal, das ist so eine Waffe brauche ich, die mir die Gegner anzeigt. Ja, aber du hast gerade wieder das geschafft, was ich in diesem Gang schon für unmöglich hielt. Ja. Der Gegner steht direkt vor dir und du schießt einfach genau um ihn rum. Das ist auch ein Skill. Nein, ich habe keine intelligenten Granaten mehr. Damit kann ich sie auch nicht einsetzen. Wir sind dem Untergang geweiht. Aber die Waffe muss ich bemerken. Welche war das? Mit dem Thermovisier. Nein, 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 das ist die mit dem Thermo. Doch. Nein, nein, die Thermo war komplett Thermo. Ach stimmt. Da hat den ganzen Raum mal Dings gesehen. Das ist, glaube ich, die Hybrid. Ja, kann sein. Oder mit Zielhilfe, glaube ich, kann auch sein. Links ist mal, glaube ich, einer. Und der rechts steht noch. Ich wollte Weil du den nachladen. ja natürlich nicht getroffen hast. Aber wie lade ich denn jetzt verdammt nochmal nach? Könnte es anders sein? Ein Warbird ist ja jetzt böse. Vermutlich. Zum Warbird! Ach nee, muss jetzt hin. Zum Warbird, sagt er. Das ist einfach nur ein Hubschrauber. Warum heißt er denn Warbird? So, nee, bei Star Trek. Das ist doch das andere Spiel. Das spiele ich doch immer. Zum Warbird! Ja, hör ich doch. Moin. Da haben wir ja einen Achso. Experten vor uns. Er entwickelt sich, Sir. Er ist bereit für echte Einsätze. Ne. Gute Arbeit, Junge. Willkommen bei Atlas. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ja, Kevin Spacey ist halt cooler als du. Der hat dich nicht gesehen. Der kam angeflogen, kommt raus und sagt, er ist bereit. Er hat nicht gesehen, wie scheiße du vorher gespielt hast. Wie Willkommen hast du bei das überhaupt Atlas. geschafft? Haben die anderen die alle abgeknallt? Ne, die sind einfach weggegangen. Das glaube ich auch. Der Gegner hat Die aufgegeben. Simulation hat sie einfach weggegangen. Der Gegner hat aufgegeben. Der ist einfach. So, komm, das Verbesserungen. bringt hier nichts. Die haben 2 Punkte. Geil. Widerstand, Primärgranaten. Erhöht die Primärgranatenkapazität. Also dir empfehle ich auf jeden Fall schon mal Widerstand. Und nachladen. Und nach. Wie an Luft. Erstick, Luftverschluss. erstick! Die empfehle ich auf jeden Fall nachladen. Zielgeschwindigkeit. Wobei, das habe ich schon geskillt. Oh Gott, oh Gott. Das sind nur Explosionsschäden. Ach so, ja, das ist blöd. Ich nehme aber die Primärgranate. Ja. Kannst du einmal mehr Intelligenz mitnehmen? Der IQ hat sich gerade um 35 erhöht. Der IQ dieses Soldaten. Wie viele Granaten hast du? Dachte ich, ich werde Vier. Aber eins gab mir Okay, was, dann woran ist ich der glauben IQ konnte. also Den Fuß in die Tür zu kriegen ist eins. Man 160. muss beweisen, dass man dazugehört. Fuß in die Tür Ich bekommen. bekam meine erste Chance 2 Monate später.
Vor etwas über 12 Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologiegipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt, eine antiwestliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Nord, es war Nord. Die wahre Identität des Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Nicht? Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Captain Adjani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Lass mal kurz zusammen, du sollst Leuten ins Gesicht schießen. Und ich kriege mir nichts. Das Sinking spinnt noch. Okay, gut. Ziemlich faszinierend. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Es geht um den Soldaten, der es benutzt. Gideon, meine Männer sind in Position. Wir starten auf Ihren Befehl. Verstanden. In 5 geht's los. Bring uns ja nicht um, Kleiner. Alles klar. Wer steuert denn das blöde Ding jetzt eigentlich? Keine Ahnung, wir? Reger Verkehr, oder? Das wäre ja ein super Titel für die Folge schon, aber. Einzelstelle Overdrive Merkhandschuhe. Ist online. Flugdrohne aktiv. Schicke dir die Übertragung. Oh. Hab sie. Jetzt ganz ruhig. Du fliegst jetzt, ja? Ja, aktuell mach ich noch gar nichts. Nähern uns Zielgebäude. Automatisch. Okay. Ja. Mehrere KVA-Einheiten. Südraum im 1. Stock. Flieg weiter. Konferenzraum direkt voraus. Ich bin eins wie den Sie. Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Schalten wir ihn aus. Der Premier hat oberste Priorität. Wer ist denn bei ihm? Hades. Ach, der Obermacker. Manche unschuldig. Die Frage ist nur, wann und wie. Ist auch nicht verdächtig, dass so ein komisches, schwirrendes Ding die ganze Zeit sich im Kreis bewegt hier. Nee, gar nicht. Ich kann mich nur im Kreis bewegen. Und hoch und runter anscheinend. Ach, du kannst, jetzt kannst du dich bewegen. Ja, aber nur hoch und runter und im Kreis. Okay, da ist jemand gestorben. Das bringt sogar sehr viel. Also Nord, das sind die Bösen bei Command & Conquer. Ah, ja, hab ich nicht gesehen. Prophet, Sie haben eine Geisel umgebracht. Wir schlagen zu. Verstanden, Atlas 2-1. Abschussfreigabe erteilt. Alle Teams, Freigabe, Freigabe. 3 Minuten zur Linie Alpha. Die Zeit läuft. Wenn wir angreifen, töten Sie den Premierminister. Das tun Sie sowieso. Wir holen ihn lebend raus. Box nicht. Das tun sie sowieso, wir holen ihn lebend raus. Was denn so? Videoübertragung vom Kommando. Zeigen wir ihnen, was Atlas kann. Die KVA hat diese Region schon viel zu lange terrorisiert. Es wird Zeit für ein deutliches Zeichen. Wolltest du nicht mit dem Hybridvisier? Nee, Hybridvisier ist es nicht. Also holt ihn lebend raus. Die Beine habe ich schon. Stress? Was für ein Stress? Viel Glück. Die Waffe ist nicht dabei, die ich eigentlich gerne hätte. Das ist die nämlich mit Zielhilfe. Das, die heißt auch wirklich so. Mhm. Ui, komm ich nicht rüber. Das ist wie mit Türen in Assassin's Creed. Absperrung, ja, komm mal nicht rüber. Und in Far Cry kannst du auch nur da hochklettern, wo Seile liegen. Ja, da kannst du plötzlich auch große Sachen überwinden, aber nur wenn ein Seil ist. Nur wenn ein Seil liegt. Ansonsten ist schon eine kleine Stufe ein unüberwindbares Hindernis. Das ist wie mit Türen. Abgeschlossen. Mitchell, aufbrechen. Es gibt natürlich nur die eine Methode. Meine Männer sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden. Na los. Ich weiß auch noch nicht, wofür das Ding hier gut ist. Müsste leider auch nicht sein. Ich weiß auch nicht, ob das Feinde sind oder ob das unsere Männer sind. Nee, das sind unsere. Haben die doch gesagt, die sind jetzt in Position. Ja, das heißt ja nichts. Ich weiß nicht, warum wir da jetzt hochkraxeln mussten. Ich auch nicht. Wir müssen ja aber nochmal hochkraxeln, noch mehr. Und dann darüber. Ach so, wir schleichen uns jetzt. Ah, verstehe.
schleichen uns jetzt an. Ja, wir sind die cool. Anderen machen die Ablenkung und wir schleichen uns da jetzt hinten rum rein. Wie war jetzt nochmal dieses Flugding? Wir können auch irgendwie das erst aktivieren. Mit der Steuerkreuztaste da. Ich glaube nach oben, aber weiß ich nicht genau. Oben ist dieses komische Schild. Dann war es vielleicht nach unten. Nee, das ist das Schild. Dann war es bestimmt nach links. Dann gibt's das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das wird nämlich am Anfang immer gesagt, was du an Funktion hast. Ach so. Kann auch sein, dass es das nicht gibt. Na, das wäre doch jetzt aber blöd, weil jetzt hätte man es doch gebrauchen können. Ja. Klettern. Magnetgriff an. Die Wand hoch. Wie ist denn Magnetgriff? Wir haben die Merkhandschuhe. So praktisch, dass sie da Metallwände verbaut haben. Ja. Wir stellen es nicht so blöd dann wieder an. Oder? Das hört auch keiner. Mit deinen Handschuhe werden daran nicht haften. Ich hab was gelernt. Fenster sind nicht magnetisch. Unglaublich. Physik für Anfänger. Mitchell, Sturmladung bereit machen. Was für Ladung? Sturmladung. Den hörst du gar nicht zu. Nö. Ich verstehe. Nee, es hat gar nichts mit Zuhören zu tun. Ich weiß nicht, was er damit meint. Sturmladung platzieren, Mitchell. Was? Wo denn? Da, wo es steht. Sturmladung. Ah, ich verstehe. Ich habe auch Sturmladung verstanden. Okay. Es ist kein Lärm. Ach, Sturmladung heißt quasi das. Aha. Ich dachte, das wäre eine Ladung, die keinen Lärm macht, aber das ist tatsächlich ein Geräuschschlucker quasi. Ja, jetzt müssen wir hier rein und die quasi alle erschießen. Lustig. Und jetzt ist auch kein Problem, dass wir kein Jetpack haben, oder wie? Nein, und anscheinend sind schon alle tot. Da ist er, 100 Meter. Hier entlang. Prophet, wir haben die Randgebäude gesichert und rücken zum Ziel vor. Verstanden, 2-1. Los. Gesichert. Sehen wir uns das an. Mitchell, Joker, ihr seid dran. Joker ist ja nicht bei mir. Disharmonisierer. Was haben die denn für komische Dinge? Stummladung, Harmonisierer. Was zum Teufel ist das? Das war die harmonischer Ohren. Puls erfasst die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Ah. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Trigger. Ziel bestätigt. Ich nehme. Nee, das ist vielleicht keine. Nicht die Geisel. Thema erkennt man. Ziele markieren. Kann man so geil ist dieses. Ja, du erkennst es am Puls. Ah. Du bist so langsam. In Tod, ja. So geil ist dieses Gadget aber auch nicht. Die Bildqualität ist ein bisschen dürftig irgendwie. Ja gut, das wird auch nur durch Schwingungen erkannt im Grunde. Aber warum ist es dann pixelig? Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Mach hin, da. Feinde sind markiert. Sie werden eine Geisel töten. Ich habe gerade zu spät geschossen. Echt? Ja, gerade in dem Moment, wo ich den Geiselnehmer erschossen habe, haben die Geisel getötet. Das hab ich gar nicht gesehen. Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Man ist da. Muss nur höher ziehen. Nein, nein. Doch, du hattest einen Tisch im Visier. Nein, nein. Guck mal, wo das Kreuz ist. Da ist der Typ. Das war aber nicht der Typ, das ist ein anderer Typ. Genau, der ist hier vorne. Sie werden eine Geisel töten. Ja, also das Ding ist so ungenau. Ja, super. Schieb's auf die Technik. Ach, die Fresse. Weißt du, du bist wie die Leute immer beim Facebook-Post. Keine Ahnung von etwas, aber schön, schön erstmal rummeckern. 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Wieso, wenn er denn noch vorläuft, ist das auch super. Machen wir den da hinten gar nicht. Sie werden eine Geisel töten. Ja. Ja, werden sie. Irgendwo ist der, aber du siehst sie nicht. Da bewegt sich so viel, aber das ist im Hintergrund und im Vordergrund. Ja, guck doch mal da. Halt die Fresse. Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Das wollte ich auch gerade sagen. Seit 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie.
Marshall. Feind. Hä? Ich soll sie erst fassen und dann, Vielleicht sollst du nicht auf sie schießen, vielleicht sollst du nur X drücken. Ich weiß aber auch nicht, warum die Geiseln sterben, wenn ich den Geiselnehmer erschieße. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Warum kann denn eigentlich die Aufklärung das nicht markieren, wenn die schon weiß, dass da 4 Leute drin sind? Sie werden eine Geisel töten. Feinde sind markiert. So, und jetzt? Ja, super. Geiseln sind tot. Feinde sind markiert. Geiseln sind tot. Vielleicht bin ich einfach zu spät. Ein Muster. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. Abin. Sie werden eine Geisel töten. Feinde sind markiert. Ja. Jetzt hat es geklappt. Alle Ziele erledigt. War auch deine letzte Chance. Atlas Rettungstruppe, keine Bewegung! Ja, ich höre. Sieht aus, als wäre Hades geflohen. Nicht unser Problem. Mitchell, den Premier sichern. Das war erschreckend einfach. Ob da nicht noch eine blöde, böse Überraschung kommt, die ich jetzt schon rieche, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja. Retten Sie den Premierenmist. Und wenn ihr ganz, ganz brav seid und uns abonniert und liked und den ganzen Scheiß, den man auf YouTube machen kann, dann lasse ich auch Pascal die nächste Folge nicht mehr spielen. Also spiele ich die nächste Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao.